Bei euch eine Gratulation zum 4-3-Sieg gegen die Rapperswil-Jona Lakers. Der Tabellen-11, habt ihr euch das einfacher vorgestellt heute Abend? Nein, überhaupt nicht. Wir haben Rappi respektiert. Sie sind eine gute Mannschaft. Die Spiele, die sie verloren haben, sind gegen gute Mannschaften immer knapp gewesen. Also einen einfachen Match haben wir überhaupt nicht erwartet. Jetzt sind sehr gut gestartet, haben viel Druck gemacht am Anfang, aber Goal hat eigentlich den Gegner geschossen. 1-2 hinten nach dem ersten Drittel. Woran liegt das, dass sie die Chance nicht verwerten können? Ja, das ist so gewesen. Manchmal gehen sie rein, manchmal gehen sie nicht rein. Wichtig war, dass wir Chancen hatten und gut angefangen haben. Und dass wir in den Rückstand geraten, das kann es geben. Aber wichtig ist, wie man darauf reagiert. Und wir sind überhaupt nicht nervös geworden. Wir haben gleich weitergespielt und auf unsere Chancen gewartet und im Spiel am Schluss das Spiel kehren. Das Powerplay heute Abend war ein Schlüsselpunkt aus deiner Sicht. 2 Goal im Powerplay geschossen. Ja, Powerplay und Boxplay sind sehr wichtig. Es kann das Spiel entscheiden und heute ist es auch ist ein wichtiger Teil dazu beitragen. Jetzt schon gegen Davos sind wir 3-mal in den Rückstand gewesen, bevor wir den Match noch gekehrt haben. Heute Abend das Gleiche. Die Moral stimmt in der Mannschaft. Absolut. Und das ist auch genau wichtig, dass wir so das Spiel kehren können. Und das gibt auch wieder Moral. Und ich bin zufrieden. Merci.